als ich noch gar keine Ahnung von Bodybuilding hatte, war alles so in Größe gemessen. So, ich bin groß und das ist cool. Und jetzt ist alles in Muskeln gemessen. Wer hat den dickeren Bizeps, wie ist die Brust, wie ist die Schulter? Kein Bodybuilder ist zufrieden mit seinem Körper. Niemals. Man kann nicht schlafen, weil der Körper schreit, ich brauche Essen. Und dann stehe ich vorm Spiegel und denke mir, was bist du für ein Loser, dass du das noch nicht erreicht hast. Wer hat den dicksten Arm? Das Duell der 15-Jährigen. Was geht ab, Leute? Was geht ab, Freunde? Was geht eigentlich ab in der Bodybuilding-Welt? Ich bin ziemlich fitnessaffin, aber nicht wirklich im Bodybuilding-Game. Trotzdem wird meine Timeline immer voller mit sehr, sehr schweren Jungs. Und mittlerweile weiß ich, es gibt einen Hype. Vor allem unter sehr jungen Menschen. Und ich frage mich, was macht dieser Trend mit ihnen? Also, was ist so faszinierend an Bodybuilding und ab wann wird es vielleicht auch gefährlich? Noel Hamdi ist 17 und riesiger Bodybuilding-Fan. Er trainiert, seit er 15 ist, und seit Anfang des Jahres nimmt er das Ganze richtig ernst. Strikte Ernährung, 5 bis 6 Mal die Woche pumpen. Vor kurzem hat er sogar mit Fußball aufgehört, um sich voll auf Bodybuilding zu konzentrieren. Ich denke nur noch an Bodybuilding gefühlt. Ich rede in der Schule nur über Bodybuilding. Mein Alltag ist ganz anders strukturiert. Es dreht sich alles ums Essen und ums Trainieren. Im Vergleich zum Fußball zum Beispiel ist es jetzt so, da arbeitest du größtenteils fürs Team. Aber mir macht halt eben Spaß so, ich tue was für mich, nur für mich. Ich kann selber sagen, in welchem Ausmaß mache ich das, ich kann alles selber regulieren, wann gehe ich zum Sport. Also das ist so ein komplett anderer Spaß mit einem komplett anderen Ziel und komplett andere Auswirkungen am Ende auf mich. Leistungssport ist immer so ein Tanz am Abgrund. Wie weit kann ich denn kommen? Wie weit lässt mein Körper denn Dinge zu? Wie weit kann ich meinen Körper striezen, bis er jemand sagt, jetzt will ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr? Markus, was macht daran Spaß? Gar nichts. Nein, das musst du. Das musst du wollen. Eigentlich bekloppt. Also ich bin ganz ehrlich, wenn mir es manchmal so durch den Kopf geht, was ich seit 30 Jahren mache, hinterfrage ich mich selbst, ob ich noch ganz dicht bin, ne? Und wie man das 17 Jahre lang als Profi noch aushalten konnte. Markus Rühl. Heute Social Media Star, früher Weltklasse Bodybuilder. 8-mal bei Mr. Olympia, 4-mal in den Top 10. Spitzname German Beast. Wie war mein Alltag? Morgens aufstehen, dann bin ich Rad gefahren auf Nüchternwagen eine Stunde. Dann habe ich gegessen. Dann um 11 Uhr war das erste Training. Dann bin ich heim. Dann habe ich gegessen. Dann habe ich 2 Stunden Mittagsschlaf gehalten. Dann habe ich wieder gegessen. Dann bin ich wieder ins Studio, habe trainiert um 17 bis um 19 Uhr. Um 19.30 Uhr war ich zu Hause. Dann habe ich gegessen. Dann habe ich nochmal gegessen um 22.30 Uhr. Und gegen so 23.30 Uhr bin ich ins Bett. Also das war 7 Tage die Woche. Mein Tagesablauf. Und der Tag hat sich eigentlich nur unterschieden, weil es gesagt hat, okay, Montag Brust, Dienstag Rücken. Ne? Und so muss ich die Wochentage einordnen, weil ansonsten gab es keine Differenzierung. Markus Rühl ist eine absolute Kultfigur in der Bodybuilding-Szene mit richtig viel Reichweite. 1,5 Millionen Follower und einer davon ist Noel. Ich war nie wirklich auf Social Media aktiv, aber mittlerweile bin ich das auch vor allem deswegen, weil du so viel Input eben zu diesem Thema kriegst. Du siehst natürlich diese, ich sag mal, Monster teilweise, ne? Und die nehmen einen riesen Einfluss auf Motivation und Ziele von mir, weil du siehst die und du denkst dir, boah, so möchte ich werden. Das ist sehr spannend. Mit diesen 3 Tipps wirst du zum perfekten Gym-Buddy. Wenn du Punkt Nummer 3 meisterst, gehörst du zur Fitness-Elite. Sehr gut! Yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ab ins Gym, Leute! Ich lieb's einfach, auf der Bühne zu stehen, eine krasse Form zu haben. Und zu sehen, das ist so der ursprüngliche Reiz, um zu sehen, ich bin besser geworden. Und ich kann mehr Gewicht bewegen. Ich baue mehr Muskulatur auf. Es passiert was. Und ich fühle mich auch besser. Kai Gedan, einer der erfolgreichsten deutschen Bodybuilding-Influencer und aktiver Profi-Bodybuilder.
Kai ist 27, angefangen hat er mit 18. Und ich war eigentlich immer ein relativ dünner Typ, wurde viel gemobbt, viel fertig gemacht, relativ unsicher und war schon immer unzufrieden mit meinem Körper und habe dann irgendwann mal angefangen, okay, ich gehe jetzt einfach mal ins Fitnessstudio und war eigentlich von Tag 1 schon extrem süchtig nach der ganzen Sache. Und das hat sich dann eigentlich immer weiter aufgeschaukelt, bis ich dann eigentlich nach 3 Jahren so 35 Kilo mehr auf den Rippen hatte, mehr oder weniger. Von 82 Kilo hoch auf 117. So eine Transformation wünschen sich viele Bodybuilding-Fans. Und Tipps holen sie sich bei Kai. Der hat über 600.000 Follower auf Instagram, TikTok und YouTube. Welche dieser Eigenschaften? Oder was muss dein perfekter Gym-Buddy können? Ah ja, besser. Übrigens, auch Kais Freundin Leonie betreibt Bodybuilding und ist Influencerin. Zwar ist Bodybuilding immer noch sehr männerlastig, aber es interessieren sich auch immer mehr Frauen dafür. Ich würde sagen, durch Social Media ist Bodybuilding auf jeden Fall viel, viel besser und auch viel populärer geworden. Und man merkt auf jeden Fall, wie so der Hype oder das Interesse von Fitness ganz unten ansetzt und schon so bei den 13-, 12-, 14-Jährigen teilweise ein echt ein krasses Thema ist. Kannst du so beschreiben, was für dich die schönsten oder ästhetischsten Körperregionen sind? So ein bisschen Richtung, das ist ja auch im Internet, nennen die das immer so, Richtung griechischer Gottkörper. Definiert, Sixpack, viele Muskeln. Volle Brust, so runde, kugelrunde Schulter, eine relativ schmale Taille, dicke ausladende Beine und natürlich einen Rücken in V-Formation und dadurch erzielt man quasi so einen genannten X-Frame. Also schon so einen sehr, sehr definierten, athletischen, aber auch irgendwo in die Masse gehenden Körper. Milo, kannst du deinen Sohn verstehen, dass er diesen Körper haben will? Das ist Milo, Noels Vater und Trainingspartner. Zum Teil ja, aber das ist eigentlich viel zu früh, dass er das haben will, ja. Ne? Er hat aber vor kurzem angefangen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass seine Einstellung so, ich würde schon sagen, extrem ist. Ich dachte, er geht da hin und das reicht für die Schule, für so ein Level, so ein bisschen. Wenn ihr von dem, wie heißt er, Urs Kaleczynski redet, da sind wir ja ganz, 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 ganz auf dem Olymp. Ja, und der vergleicht sich ja gerade da. Urs Kaleczynski. 25 Jahre, einer der größten Bodybuilding-Stars überhaupt. Knapp 2 Millionen Follower, vor einem Jahr war es noch nicht mal die Hälfte. Mittlerweile ist es schon extrem geworden, seit diesem Jahr, muss ich ehrlich gestehen, aber ist dann manchmal ganz lustig, so kommen 13-Jähriger zu mir und sagt, ey, Urs, du bist doch der TikToker. Und ich so, ey, war, eigentlich so bin ich der Bodybuilder. Ich hatte richtig Zittern am Körper, es war einfach so, ihn das erste Mal zu sehen, es war einfach unglaublich so, weil man kennt ihn eigentlich nur von Insta oder von TikTok oder so und jetzt ihn mal wirklich zu sehen, es war einfach so heftig. Auf der FIBO fand ich krass, diesen digitalen Hype mal in echt zu erleben und auch zu sehen, wie jung wirklich viele von diesen Bodybuilding-Fans einfach sind. Ich habe auch mit einigen gesprochen. Und es ist nicht so, als würden alle unbedingt aussehen wollen wie Urs Kaleczynski oder Markus Rühl. Aber dieser Bodybuilding-Lifestyle, der interessiert sie trotzdem. Und an diesem Interesse hängt natürlich richtig viel Geld. 5 Milliarden Euro hat die Fitnessszene vergangenes Jahr umgesetzt. Supplements, High-Protein-Produkte, Merch, Coachings und so weiter. Damit können Bodybuilder deutlich mehr verdienen als durch Wettkämpfe. Und in den letzten 2-3 Jahren gab es nochmal einen richtigen Boost. Auch darüber habe ich mit einigen Leuten gesprochen und es ist eigentlich immer das gleiche Schlagwort gefallen. Corona, 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 Corona. Dr. Philipp Sinner ist Kommunikationswissenschaftler. Er forscht vor allem zu Sport in den Medien und darüber, welche Rolle Medien für die Sozialisierung junger Menschen spielen. In der Covid-Zeit haben junge Menschen 1 Stunde am Tag mehr Online-Medien verwendet als davor und danach. Das ist eine riesengroße Hausnummer. Und diese Zeit musste natürlich auch mit Inhalten gefüllt werden. Und dann kann man schauen, welche Sportarten kann ich betreiben ohne große Infrastruktur. Bei Bodybuilding stehe ich im Mittelpunkt, ich kann mich selber filmen, ich kann meinen Alltag zeigen, ich kann meine Ernährung zeigen, Training zeigen, ich kann Wettkämpfe zeigen. Und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig zugänglich für eine Präsentation in sozialen Medien. Heute ist die Social-Media-Welt so groß geworden, die Welt ist so riesig, die Chancen sind so, so vielfältig, dass du natürlich jederzeit selbst in der Hand hast, wie viel Geld willst du denn verdienen.
widmest dich mehr Social Media. Ich meine, ich habe jetzt meine eigene Marke für Nahrungsergänzungsmittel. Aber vom Bekanntheitsgrad ist es unfassbar. Also macht mir teilweise Angst, bin ganz ehrlich. Es macht mir teilweise Angst, wie bekannt ich bin. Also man kann davon schon sehr, sehr gut leben. Man hat damit quasi keine großen Einschränkungen in der Hinsicht, dass eigentlich nur die Zeit fehlt, ja. What is the ideal body type? So I got like a photo, you kind of made it. Okay, 15%. Yeah, agreed, 15%. 15%. Was ist deiner Meinung nach der schlimmste Körpertyp? Hier der zweite, 6-7%. 6-7%. 10-12%, ja. 6-7% auf jeden Fall. Ich finde 10-12 am besten. 6-7%, aber auch 10-12. Was für mich der schönste ist, oder? So haben wir übrigens Noel kennengelernt. Ich würde 6-7% sagen. Und wie nah bist du da jetzt gerade dran? Absolut weit weg. Ich bin 17 Jahre alt, habe vor ein paar Monaten erst angefangen. Also davon bin ich weit entfernt noch. Macht das was mit deinem Selbstbewusstsein? Ja, absolut. Du fühlst dich jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst, so vorm Duschen gehen, fühlst du dich so, als wenn du noch nichts erreicht hast. Ich erfahre hier ganz neue Dinge, die ich gar nicht kannte, gerade in Bezug auf Fitness, ne? Oder Einstellungen im Fitnessstudio. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich einfach ins Auto steige nach dem Training und sage, boah, heute habe ich mich aber so richtig wie ein Loser gefühlt im Studio, als wenn mich jeder beobachtet und denkt, boah, der sieht aber scheiße aus. So, da redest du nicht drüber, direkt mit jedem, ja. Aber so fühlst du dich fast jedes Training. Das ist aber falsch. Das ist falsch. Eben, das ist falsch. Und das probierst du doch auch zu unterbinden. Also man gibt sich Mühe, dass das eben nicht so ist. Aber das ist so ein Nachteil, weshalb ich Sommer nicht mag. Weil dann musst du im T-Shirt und kurze Hose trainieren, weil dir sonst sowas von heiß ist. Aber du fühlst dich dann halt viel schlechter und unselbstbewusster. Und das wirkt sich eben auch auf deine Trainingsleistung aus. Ja, da sieht man wirklich, wie sehr man sich beeinflussen lassen kann, gerade als junger Mensch. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, war Fitness und Fitnessstudien noch nicht ansatzweise so weit verbreitet, wie das heute der Fall ist. Und jetzt bin ich einfach viel, viel stärkeren Vergleichen ausgesetzt, sowohl offline als auch natürlich in sozialen Medien. Und das verstärkt oder kann dieses Gefühl verstärken, nicht fit genug zu sein oder nicht trainiert genug zu sein oder nicht oft genug in der Woche ins Studio gegangen zu sein. Nicht fit genug, nicht muskulös genug, ey, so fühle ich mich selbst manchmal auch. Und ich glaube, das gehört ein Stück weit im Fitnessgame auch einfach dazu. Aber bei manchen Leuten geht dieses Gefühl sogar ins Krankhafte. Und damit sind wir bei einem Thema, das in der Bodybuilding-Szene ziemlich präsent ist, nämlich Body Dysmorphia. High Body Dysmorphia. Du fühlst dich einfach nur dünn und dick. Ich habe den objektiven Blick komplett verloren. Body Dysmorphia ist ein Überbegriff für verschiedene Formen von verzerrter Körperwahrnehmung. Und bei Bodybuildern geht es in der Regel um die sogenannte Muskeldysmorphie. Da halten sich die Betroffenen für viel weniger muskulös, als sie eigentlich schon sind. Und es gibt Zahlen, die zeigen, dass sowohl hoher Social-Media-Konsum als auch regelmäßiges Krafttraining einen ziemlichen Einfluss auf das Körperbild haben. Und das gilt natürlich noch mal mehr für Menschen, die gerade noch mitten in der Findungsphase sind. Ich weiß ja, wie diese ganzen Personen, die in der Szene eben relevant sind, aussehen. Und dann stehe ich vorm Spiegel und denke mir, was machst du eigentlich im Fitnessstudio so? So würde ich mich fast schon gar nicht mehr oberkörperfrei raustrauen, weil ich ein ganz anderes Ideal vermittelt bekomme mittlerweile, als ich damals vermittelt bekommen habe. Im Bodybuilding ist alles eine Illusion. Da macht das Posing extrem viel aus und natürlich das Licht. Aber ich glaube, die meisten denken dann auch wirklich, dass man die ganze Zeit so krass aussieht, ja. Also jeder, der logisch denken kann, wird wissen, okay, ich stelle die maximal krassesten Bilder ins Internet, um halt eben damit erstens auch die maximale Reichweite zu bekommen und um auch einem selber ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Wenn man wirklich sehr, sehr krasses Bild veröffentlicht, bekommt man natürlich auch den ganzen positiven Feedback und das bestätigt natürlich dann auch einen wieder. Die Typen sind ja teilweise 10 Jahre im Fitnessstudio gewesen. Auch wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, so lange trainiert zu haben, denke ich mir schon so, hey, warum siehst du nicht so aus? Oder was bist du für ein Loser, dass du das noch nicht erreicht hast? Also es geht komplett ans Selbstbewusstsein ran, ja. Und trotzdem machst du es ja irgendwie gerne, also... Das ist die Ironie dabei, ja. Es macht trotzdem, dieser Prozess macht trotzdem Spaß, ja.
im Training vielleicht so ein bisschen, eine Ader ist ein bisschen blauer sogar nur als davor oder so. Sowas fällt schon auf. Das hält zwar nicht für die ganze Zeit an, aber du fühlst dich bestätigt so in dem, was du tust. Oder denkst, ja, ich mache alles richtig. Also ich sehe manchmal junge Menschen trainieren, wo ich denke, wow, ob das alles positiv ist für seine Weiterentwicklung, sehe ich skeptisch. Ein junger Mensch ist ja noch ein Wachstum, ja, das ist eine Entwicklung, noch ein kleines Blümchen. Ja. Wenn man das kleine Blümchen falsch gießt, wird es verwelken oder kaputt gehen. Und das ist im Kraftsport ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen gesund, aktiv, ja, was immer positiv ist, aber zu viel. Bodybuilding ist ein absoluter Extremsport. Um das zu machen, musst du bereit sein, dein soziales Umfeld komplett aufzugeben. Freunde hatte ich zu der Zeit nicht. Ich hatte einen Trainingspartner, aber keine Freunde. Und wenn du das bereit bist, alles zu opfern, dann wirst du an die Weltspitze kommen im Bodybuilding. Weltspitze, damit hat Noel noch nichts zu tun. Sein Ziel ist erstmal Masse aufbauen. Deshalb jeden Sonntag Meal Prep für die Schulwoche. Es hilft mir auch so ein bisschen Verständnis für Essen zu entwickeln, was ist überhaupt gesund, was ist ungesund. Also da lernst du halt auch viel drüber. Noel trackt Kalorien und versucht möglichst gesund zuzunehmen. 16 Kilo hat er schon draufgepackt in unter einem Jahr. Warst du eher dünn als Kind oder? Total dünn, also Lauch. In der Schule würdest du dazu sagen Lauch, ja. Echt? Total, ich war mit einer der dünnsten. Er sagt das vielleicht, weil er in der Schule das Feedback so bekommt, aber überhaupt nicht. Ist boah, dünn. Ich habe mich immer anders gefühlt. Ja, das glaube ich. Die anders fühlen, ne? Aber es war nicht so, ne, wie er sagt. Noel möchte 2 bis 3 Jahre Masse aufbauen und dann in seine erste strikte Diät gehen, um shredded zu werden, also Körperfett abzubauen. Kai hat schon ein paar Diäten hinter sich und sah dann meiner Meinung nach schon ziemlich griechischer Gottmäßig aus. Aber gesund ist das nicht. Also die ersten 10, 12 Kilo Fett abzubauen, ist komplett einfach. Aber irgendwann mal fängt dann der Körper an, mit einem zu sprechen und das macht er eben durch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Food Focus. Food Focus bedeutet, man fokussiert sich viel mehr auf seine Mahlzeiten, zelebriert die mehr, Gewürze, die müssen warm sein, noch ein bisschen Schärfe dran, dass es wirklich einen maximal befriedigt, weil danach kommt halt nichts mehr. Und teilweise war es bei mir so, dass meine Beine taub waren, dass ich wirklich kaum noch laufen konnte. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie Fieber. Ich konnte nicht mehr schlafen. Das ist auch wirklich das Ekelhafteste an der Wettkampfdiät. Wenn man einfach komplett kaputt ist vom Tag, aber man kann nicht schlafen, weil der Körper schreit, ich brauche Essen. Aber dann kann man natürlich auch mit Disziplin und Mindset sich so hergehend über die Grenze drüber pushen, was dann auf jeden Fall in eine nicht gesunde Richtung geht. Ich glaube, in dem Moment, wo Profisport Leistungssport wird, sind wir an einem Punkt, wo es nicht mehr um die Frage Gesundheit geht, sondern einfach nur um die Leistung. Ob ihr Doping genommen habt oder nicht, die Frage stellt sich doch gar nicht. Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich einen Körper hatte, der viel verziehen hat, was auch diese anabole Steroide-Einnahme, leistungsfördernde Substanzen mit dir gemacht haben könnte sonst. Es gibt auch Menschen, die haben die volle Breitseite abbekommen, muss man auch ganz ehrlich zugeben. Steroidmissbrauch ist gesundheitsschädigend, illegal und trotzdem ziemlich präsent im Bodybuilding. Es gibt zwar sogenanntes Natural-Bodybuilding mit strikten Kontrollen bei Wettkämpfen, das macht zum Beispiel Kai, aber viele Bodybuilding-Influencer vermitteln ein Körperbild, das ohne Steroidmissbrauch einfach nicht erreichbar ist. Und gleichzeitig verdienen sie Geld mit Supplements und Co. Auch wenn sich manche explizit von Doping distanzieren, super Tipps geben, inspirieren und so weiter, ist das natürlich ein ziemlich fragwürdiges Spannungsfeld und auch Noel ist damit konfrontiert. Du wirst immer mehr an das Thema rangeführt, weil immer mehr wird im Internet darüber offener gesprochen. Aber es gibt eben diese Nebenwirkungen und die schrecken mich trotzdem, was du alles darüber siehst, ab. Trotzdem empfindest du ja diese Körper trotzdem als was irgendwie Erstrebenswertes, richtig? Ja. Das ist das Gefährliche aber an dem Sport. Die Messlatte setzt du immer höher. Setzt die immer höher. Und das hast du das Ziel erreicht, dann wieder höher, dann bist du wieder unzufrieden, ne? Dann bist du in den Kreislauf. Ne? Ja, und das ist unmöglich, sich nicht zu vergleichen. Wenn ich mich gar nicht vergleichen würde, wäre ich mit meinem Körper so zufrieden, weil ich denken würde, ich bin super krass. Aber ich weiß, dass es immer einen gibt, der noch besser ist als ich. Ich finde es echt interessant zu sehen, wie viel Zeit und vor allem auch Energie Noel in Bodybuilding steckt. Viele andere junge Menschen auch.
Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich Respekt vor Noel. Der war super ungefiltert und ehrlich mit uns. Und ganz ehrlich, ich bin super gespannt, wie Noel in ein paar Jahren aussehen wird. Vor allem, wie er dann über das Ganze denkt. Ab wann glaubst du, bist du zufrieden mit deiner Form und dem, was du erreicht hast? Ab dem Punkt, wo ich besser bin als so ungefähr jeder, mit dem ich im Alltag grundsätzlich zu tun habe. Also, wenn du ganz oben bist. Jetzt nicht Social Media so, aber schon besser so als der Otto-Normal-Mensch oder andere krasse Typen im Fitnessstudio, die du täglich siehst und denkst, boah, die sehen gut aus. Also, bei mir ist es immer so, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eigentlich nur Baustellen. Man sieht eigentlich immer nur seine Probleme und nicht schon das, was man erreicht hat. Aber da muss man sich immer das bewusst vor Augen halten, okay, ich darf das freiwillig machen und ich mache es für mich. Weil mein Trauma war halt eben, ich war immer der dünne Kerl, der quasi nichts zu bieten hatte und immer gemobbt worden ist. Und ich wollte eigentlich immer nur meine Ruhe haben und durchs Bodybuilding habe ich das mehr oder weniger erreicht. Und das hat meine leichten Komplexe dahingehend aufgelöst. Ich gucke manchmal alte Videos an und denke, wer ist der Mensch? Ja? Weil ich weiß ja, was ich durchgemacht habe über die Jahre. Ach, da denke ich schon manchmal, mein Gott, ich habe ja mehr Muskeln verloren, wie viele jemals aufgebaut haben. Ne? Und ich mag behaupten, dass es eine Zeit ist, die ich niemals missen möchte. Aber ich auch froh bin heute als älterer Mensch, dass ich das heil und mit einem blauen Auge überlebt habe alles. Ja. Und ist Bodybuilding mit der Zielsetzung, die du jetzt gerade hast, würdest du sagen, das ist gesund? Ja, absolut, klar. Ich habe vor, keine illegalen Substanzen zu nehmen, die meinem Körper schaden. Und ich habe das Gefühl, dass Bodybuilding mir mehr gibt, als nur ich sehe besser aus. Die Disziplin mit dem Essen, mit dem immer zum Training gehen, das kannst du auch auf andere Situationen in deinem Leben übertragen. Und das ist absolut gesund für Psyche und Körper, finde ich. Und negativ halt eben, du fühlst dich trotzdem irgendwo immer unwohl, weil du nicht so bist, wie andere sind. Das ist die absolute, also auch Body Dysmorphia, das ist die komplett negative Seite und das begleitet dich genauso gut, wie das Positive dich jeden Tag begleitet. Begleitet dich das auch jeden Tag.